إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, der gerechte Richter. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, am Mittwoch der Charakterlehre-Unterricht, dass wir als Muslime bi'idhnillah ta'ala einen guten Charakter haben, und einen guten Charakter zu haben, bedeutet nach Koran und Sunna zu handeln. Wir haben zwei Bücher. Diese Bücher, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns das Erfolgsrezept gegeben. Wenn wir in diesem Leben bestehen wollen, das heißt zur Zufriedenheit Allahs und nicht der Menschen, zur Zufriedenheit Allahs, weil Allah dich erschaffen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dich nach deinem Tod wieder zu sich zurückbringen wird. Und er wird dich fragen, was du in diesem Leben gemacht hast. Und entweder wirst du von Allah subhanahu wa ta'ala eine unendliche Gabe bekommen, die nie aufhört. Die nie aufhört, liebe Geschwister, dass man ein ewiges Leben im Paradies verbringen wird, bi'idhnillah ta'ala. Möge Allah azza wa jal uns diese großartige Gnade geben. Aber wenn man nicht getan hat, was Allah azza wa jal und sein Gesandter einem befohlen haben, dann wird es leider für einen nicht gut aussehen. Und wir suchen Zuflucht bei Allah azza wa jal davor, dass wir zu den Menschen gehören, die hier leben, wie sie wollen. Er sagt, das ist mein Leben, ich bestimme. Du kannst bestimmen. Bestimme, wie du willst. Leb, wie du willst. Aber wisse, es gibt einen Tag der Auferstehung. Und wenn es dir gefällt, dass du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst, und an diesem Tag wird Allah azza wa jal, der Erhabene, er wird dich fragen, mein Diener, warum hast du mich nicht angebetet? Was willst du ihm sagen? Ja, Rab, die Anbetung ist mir nicht so eingefallen. Ich war mit Serien beschäftigt. King of Teens und King of Schweens und was weiß ich. Und ich war mit Fußballspielen beschäftigt. Die ganze Zeit bin ich hinter einem Ball hergerannt, obwohl ich mir auch einen leisten kann. Und er hat die ganze Zeit Ausreden für alles. Allah wird sie fragen, das Mädchen, meine Dienerin, und du bist Dienerin Allahs. Warum bist du nackt durch die Gegend gelaufen? Warum hast du mich nicht gefürchtet? Und sie wird sagen, ja Allah, ich habe es geliebt, dass fremde Männer mich begaffen. Und ich habe es geliebt, diese Blicke zu genießen. Ich habe mich auch gar nicht schlecht gefühlt, ohne Scham. Sondern es war so ein schönes, erhebendes Gefühl. Was denkt ihr? Sind das Antworten, die Allah azza wa jal zufrieden machen? Wallahi nein, liebe Geschwister. Und wir müssen wissen, wir werden zu Allah azza wa jal zurückgebracht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt Ayat, die jeder sich in sein Herzen eingravieren soll. Jeder muss diese Wörter von Allah azza wa jal sich in seinem Herzen eingravieren.
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Glauben Sie nicht, dass Sie an einem gewaltigen Tag zurückgebracht werden? An einem Tag, wo die Menschen vor dem Herrn der Weltenbewohner stehen. Allahu Akbar. Dem Herrn der Weltenbewohner, von allen. Allah ist der Herr von den Chinesen, Allah ist der Herr von den Afrikanern, Allah ist der Herr von den Türken, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Herr von den Europäern, von jedem ist Allah azza wa jal der Herr. Ob du ihn anerkennst oder nicht, er ist dein Herr. Er hat dich erschaffen. Und daher, liebe Geschwister, geziemt es sich nicht für einen Muslim, dass er sagt, ich möchte so leben wie ich. Allah azza wa jal sagt, kalla. Aber keineswegs. Der Mensch, er widersetzt sich Allah. Er steht gegenüber Allah und denkt, dass er was gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber was bist du? Was bist du im Vergleich zu Allah subhanahu wa ta'ala? Du, der aus etwas Samenwasser erschaffen wurde. Der aus etwas Samenwasser erschaffen wurde. Was bist du? Im Vergleich zu deinem Herrn, dem Herrn aller Menschen und aller Geschöpfe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Tag der Auferstehung niemals vergessen lassen und uns dafür einzig und alleine leben lassen. Und möge Allah azza wa jal uns Taten vollziehen lassen, mit denen er zufrieden ist. Also ich weiß nicht, was los ist. Letzte Woche haben wir ein Dars gemacht. Die Rechte des Ehemannes gegenüber seiner Ehefrau. Ich habe gemerkt, die Brüder, alhamdulillah, die haben sich gefreut über den Dars. Aber entweder haben die Frauen Dua gemacht, dass dieser Dars verloren ging. Ich weiß nicht, er ist leider verloren gegangen. Wir haben ihn nicht mehr. Schwestern, inshallah, habt ihr kein Dua, gemeinschaftliches Dua gemacht, dass dieser Dars verloren geht, damit wir Männer nicht wissen, welche Rechte wir gegenüber euch haben. Aber subhanallah, der Dars ist weg. Deswegen müssen wir den Dars nochmal machen. Und Frage an die Schwester, möchtet ihr, dass wir heute über eure Rechte sprechen? Oder sollen wir ein weiteres Mal über unsere Rechte sprechen? Aber inshallah, wir sind gerecht und wir sind fair. Das ist unser Problem, dass wir den Dars verloren haben, so werden die Schwestern denken. Dann haben sie halt Pech gehabt. Dann kennen sie halt nicht die Rechte über uns. Aber inshallah, wir werden den Dars nachholen. Heute widmen wir uns unseren geliebten Schwestern zu. Und wir werden es sogar übertrumpfen. Wir werden ihnen zwei Unterrichte geben, inshallah. Zwei Unterrichte für die Schwestern, damit sie wissen, welche Rechte sie gegenüber ihrem Ehemann haben. Und wir werden auch bi'idhnillah ta'ala darüber sprechen, wie ein Mann ein erfolgreiches Leben mit seiner Frau führen kann. Möge Allah azza wa jal unseren ledigen Brüdern und ledigen Schwestern gute Ehemänner und gute Ehefrauen geben. Das Verhalten gegenüber der Ehefrau. Ein Sheikh hat einmal eine Geschichte erzählt. Und zwar gab es einen Mann, der hat eine Frau geheiratet. Wie das üblich ist, liebe Geschwister. Und an diesem Tag wurden die Frauen mehr oder weniger mitgezwungen, in den Saal zu gehen. Und sie wollten einem Sheikh eigentlich nicht zuhören. Weil man denkt immer, ach, das ist langweilig und dies und das. Aber subhanallah, was ist besser und beruhigender und zufriedener für das Herz als die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter? Aber an diesem Tag hat er ihnen eine Geschichte erzählt. Und zwar hat ein Mann eine Frau geheiratet. Und als sie verheiratet waren und die erste Hochzeitsnacht miteinander verbracht haben, da standen beide am frühen Morgen auf und der Mann erweckte seine Frau sehr, sehr liebevoll und sehr, sehr zärtlich. Und dann ging er und fragte sie, möchtest du irgendwas? Sie hat ihm gesagt, ich habe Hunger, ich möchte Frühstück. Und dann ist er in die Küche für sie gegangen und hat ihr Frühstück gemacht. Und hat ihr das liebevoll serviert. Die Frauen mögen das. Und als sie das Frühstück zu Ende gegessen hat, dann kam noch ein schöner, brühiger Kaffee hinterher. Und sie denkt sich, subhanallah, warum ist er so gut zu mir? Meine Mutter muss Dua für mich gemacht haben, dass ich einen guten Ehemann bekomme. Und dann hat er sie noch massiert und er hat abgewaschen und er hat sie dauernd und ständig gefragt, gibt es noch etwas, was du möchtest?
Sie sagte nein. Dann sagte er so zu ihr, hat es dir gefallen, wie ich dich behandelt habe? Sie hat gesagt, ja, sehr. Ich habe das geliebt, wie du mich behandelt hast. Dann sagte er ihr, merk dir das, denn so will ich jeden Tag von dir ab jetzt behandelt werden. Sehr inshallah, ich glaube, die Frauen lachen gerade gar nicht. Liebe Geschwister, es geht heute um die Rechte des der Ehefrau. Afan, ich habe mich schon sehr dran gewöhnt. Es geht um die Rechte der Ehefrau gegenüber den Ehemännern. Bitte alle nach vorne kommen, inshallah. Dass wir zusammensitzen. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal, er hat uns vorgegeben im Koran al-Karim, in dem heiligen Buch, wie wir mit unseren Frauen umgehen müssen. Und er sagt uns, Azza wa Jal, wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Und geht mit ihnen gut um. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte, dass wir gut mit unseren Frauen umgehen, liebe Geschwister. Das sagt dir dein Rabb, derjenige, den du behauptest zu lieben. Derjenige, dem du behauptest zu gehorchen, dann gehorche ihm auch in dieser Sache. Geht mit ihnen gut um, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Männern, dass sie gut mit ihren Frauen umgehen sollen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, khayrukum, khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Er sagte, die Besten von euch sind die Besten zu ihren Frauen. Und ich bin der Beste zu meiner Frau. Ihr sollt das hören. Was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor 1400 Jahren gesagt hat. In dieser Zeit hat der Klerikus, das heißt die kirchliche Institution, sie haben in dieser Zeit, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, darüber nachgedacht, ob die Frau ein Mensch oder ein Tier ist. In derselbigen Zeit, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Besten von euch sind die Besten zu ihren Frauen. Und ich bin der Beste zu meiner Frau. Sie denken, dass wir schlecht zu unseren Frauen sind. Aber bei Allah, der Muslim ist gut zu seiner Frau. Und der Muslim beschützt seine Frau. Und der Muslim ist nicht jemand, der akzeptiert, dass seine Frau wie ein Tier draußen lebt. A'udhu billah. Wallahi, wenn wir uns draußen angucken, liebe Geschwister, wie ein Käfer, aber leider auch jetzt mittlerweile die Muslime ihre Frauen draußen rumlaufen lassen, dann blutet dein Herz. Und es blutet sehr stark. Und es hört nicht auf zu bluten. Aber subhanallah, wenn wir leben wie Muslime, wenn wir uns an die Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten halten, liebe Geschwister, wallahi, dann werden wir nicht eine Demütigung von Allah bekommen. Aber diese Demütigung, seid euch sicher, in der ganzen Welt, die wir jetzt haben, ist nur deswegen, weil wir nicht mehr zur Zufriedenheit Allahs subhanahu wa ta'ala leben. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, seid gut zu euren Frauen und er gab uns einen Maßstab. Er sagte uns, und ich bin der Beste zu meiner Frau. Bitte, mach ihm nach. Wenn er irgendeine Person genannt hätte, dass er der Beste zu seiner Frau ist, vielleicht könntest du ihn übertrumpfen. Aber kannst du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam übertrumpfen? Wallahi, es ist unglaublich, dass dieser Mann, dieser gesegnete Mann, dieser Mann, der Liebling Allah subhanahu wa ta'ala war, wie er zu seinen Familien gewesen ist, liebe Geschwister. Man soll mit seiner Frau gut umgehen, liebe Geschwister. Und man soll ihr klar machen, dass man sie liebt. Eine Frau muss spüren, dass du sie liebst. Und dieses in allen Situationen. Und jetzt erstmal ein paar Tipps für den erfolgreichen Ehemann. Möge Allah euch alle erfolgreich machen. Wer ist verheiratet von euch? MashaAllah. Aber ihr seht, auch die Verheirateten können noch lachen. Ja? Nicht, dass die anderen denken, das Leben ist vorbei. Welche erfolgreichen Tipps können wir unseren Brüdern, die bi'idhnillah ta'ala mit der Gnade Allahs auch bald heiraten werden, welche Tipps können wir ihm geben? Erstmal, dass ein Bruder bereut. Sagt man, Ahmed, was hat Reue mit Heirat zu tun? Ey wallah,
Deine Sünden können ein möglicher Grund dafür sein, dass du Probleme zu Hause mit deiner Ehefrau hast. Sie können eine Art Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala hier schon in der Dunya sein. Hast du nicht die Worte Allahs gehört? Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, und wer sich von meinem Gedenken abwendet, wer sich von meinem Gedenken abwendet, er hat mit meiner Religion nicht viel zu tun, so werde ich ihm, oder so wird er ein enges Leben bekommen. Ein Leben voller Probleme, liebe Geschwister. Keine Zufriedenheit, keine Glückseligkeit, der irrt nur herum, dieser Ärmste. Und wallahi, bei Allah, er wird nicht zufrieden sein. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Das muss dir klar sein, dass durch deine Sünden eine mögliche Ursache hierin liegt, dass du kein gutes Verhältnis zu deiner Frau hast. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ وَهُوَ مُؤْمِنٍ. Wer Gutes tut, von Mann oder Frau, und er ist dabei gläubig, Voraussetzung, und er ist dabei gläubig, dem werden wir ein zufriedenes Leben geben. Dem werden wir ein glückseliges Leben geben. Aber ständig Streit mit der Ehefrau, das ist kein glückseliges Leben, liebe Geschwister. Deswegen sagte ein Sahabi, wenn ich gesündigt habe, so habe ich dieses an meinem Tier gemerkt, an meinem Maulesel gemerkt, dass er mir nicht gehorcht, und an den Problemen mit meiner Frau, die dadurch entstanden sind. Was? Durch die Sünden. Durch die Sünden. Deswegen, lieber Bruder, denke daran, bereuen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn die Sünden nicht da sind, dann wirst du auch ein ganz anderes Verhältnis, bi'idhnillah ta'ala, zu deiner Frau haben. Aber jetzt, liebe Geschwister, wollen wir weitermachen mit den erfolgreichen Tipps, bevor wir zu den tatsächlichen Rechten der Frau gegenüber dem Ehemann kommen. Der Ehemann, das sollte auch jeder wissen, nächster Punkt, wird seine Frau nicht zufriedenstellen können, außer mit der Hilfe Allahs. Wallahi, du wirst deine Ehefrau nicht zufriedenstellen können, außer mit der Hilfe Allahs subhanahu wa ta'ala. Allah macht entweder, dass Liebe zwischen euch herrscht, oder Allah kann euch ein katastrophales Leben miteinander bescheren. Das hängt davon ab, ob man gläubig ist oder nicht, liebe Geschwister. Subhanallah, und du siehst das manchmal, ein Gläubiger, der hat nicht viel Geld, der lebt bescheiden, hat seine Frau, und er geht runter, nach unten, und kauft nicht mal der Frau eine Blume, sondern er pflückt sie vom nächsten Rasen. Und er kommt damit hoch und er schenkt ihr diese Blume. Subhanallah, du siehst sie über das ganze Gesicht lächeln. Sie freut sich. Sie ist zufrieden, obwohl er ihr nicht viel gegeben hat. Genau genommen war sie umsonst, die Blume. Aber ein anderer, der nicht auf dem Weg Allahs ist, kauft ihr alles, seine Frau. Aber sie sagt ihm, ich guck mir das später an. Subhanallah. Wallahi, das ist so, liebe Geschwister. Er gibt ihr alles, was sie möchte, aber er merkt eine Ignoranz von ihr. Woher kommt das? Das kommt daher, ob Allah zwischen euch Liebe seht oder nicht. Oder ein Gläubiger, er investiert wenig Zeit mit seiner Frau, weil er Dawah macht. Und sie hat ihm aber gesagt, dass sie dieses akzeptieren. Wenn sie aber zusammen sind, dieser Mann und diese Frau, die Gläubigen, wallahi, dann lieben sie sich so dermaßen, dass sie immer einander vermissen. Ein anderer bleibt 24 Stunden mit seiner Frau, der nicht praktizierend ist. Sie sagt ihm, geh raus, ich brauche etwas Erholung von dir. Woher? Woher kommt das? Weil Allah nicht jede Ehe segnet. Kennt ihr die Leute, der sagt, ich muss bei meiner Frau 24 Stunden bleiben? Die sagt, Mensch, der schon wieder. Er soll mal rausgehen aus der Wohnung. Der nervt mich. Ich kann hier nichts machen, wenn er ist. Keine Liebe, keine Baraka zwischen ihnen. Wer legt die Baraka zwischen Mann und Frau? Allah! Und nicht du selber. Wallahi, nicht du selber. Deswegen, mach Dua, dass Allah Azza wa Jal dir hilft. Schaut mal, Abu Huraira, radiallahu anhu wa arda. Einmal beschimpfte die Mutter von Abu Huraira, radiallahu anhu wa arda,
dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber Abu Huraira war gut zu seiner Mutter. Er hat sie nicht zurückbeschimpft, sondern er war einfach nur traurig, weil sie seinen Liebling beschimpft hat. Dann ist er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und er sagte ihm: Ja Rasulallah, mach Dua für meine Mutter. Sie hat dich beschimpft. Schaut mal, wie der Umgang ist, wie ein Muslim ist, liebe Geschwister. Obwohl die Mutter wen beschimpft hat? Den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was macht Abu Huraira? Er sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Mach Dua für sie. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Hände gehoben und er hat gesagt: Ja Allah, leite die Mutter von Abu Huraira recht. Abu Huraira radiallahu anhu, der ist nach Hause gegangen und er fand die Tür vor, sie war zu. Und als Abu Huraira rein wollte, hat die Mutter ihm gesagt: Komm noch nicht rein, Abu Huraira. Und dann kam er rein und die Mutter hat eine Ganzwaschung gemacht, weil sie Muslima geworden ist. Vor ein paar Minuten hat sie noch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschimpft. Aber das ist der Dua von wem? Von den besten aller Propheten. Allah hat es angenommen. Abu Huraira, er konnte es nicht glauben. Und er lief zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu ihm: Ja Rasulallah, abschir. O Gesandter Allahs, verkünde oder nehme diese frohe Botschaft entgegen. Meine Mutter ist Muslima geworden. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jal gedankt. Deswegen, auch wenn Allah dein Bittgebet erfüllt, danke. Danke. Und dann sagte Abu Huraira zu ihm: Ja Rasulallah, bitte Allah darum, dass alle Gläubigen Abu Huraira und seine Mutter lieben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat dieses Bittgebet auch gesprochen. Abu Huraira hat gesagt: Wallahi, nach diesem Bittgebet habe ich keine Anfeindungen von Gläubigen erlebt. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, wenn du Dua machst, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein gutes Eheleben zwischen dir und deiner Ehefrau seht, Wallahi, wenn du ein gutes Tunender bist, Allah subhanahu wa ta'ala wird dein Bittgebet erhören. Allah hat nicht nur von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Bittgebete erhört, nein, auch von den Tugendhaften, liebe Geschwister. Der zweite Punkt, um ein erfolgreiches Mittel bei der zufriedenen Ehe zu haben, ist, dass du ein gutes Benehmen gegenüber deiner Frau hast. Und Wallahi, wie wichtig ist dieser Punkt. Wisst ihr, dass manche in der Moschee unter den Brüdern so beliebt sind? Wenn man sie sieht, dann sagt man: Allahu Akbar, der hat das Leben von Abu Bakr as-Siddiq studiert. Der ist so fromm wie Abu Bakr as-Siddiq. Aber diese Person, der von anderen Leuten als Abu Bakr as-Siddiq gesehen wird in der Moschee, ist derjenige, der zu Hause Abu Jahl bei seiner Familie ist. In der Moschee Abu Bakr und zu Hause wer? Abu Jahl. Wer war Abu Jahl? Ein Guter? A'udhu Billah. Abu Jahl war einer der schlimmsten Feinde im Islam. Einer der schlimmsten Feinde. Deswegen, liebe Geschwister, du musst ein gutes Benehmen gegenüber deiner Frau haben. Und Wallahi, ein liebevolles Wort zu deiner Frau. Und hör mir bitte genau zu. Ein liebevolles Wort zu deiner Frau hat bei ihr mehr Bedeutung als eine Kette aus Gold. Nicht, dass die Frauen denken, wir sind geizig und ich animiere die Brüder dazu, kein Gold für sie zu kaufen. Nein, sie können auch ab und zu Geschenke. Aber ein liebevolles Wort mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Milde zu deiner Frau ist ihr lieber als eine Kette aus Gold. Und dass du so ein Benehmen ihr gegenüber hast, wird sie zufrieden sein lassen, auch wenn du mit ihr sogar in einer Bruchbude wohnst. Aber Wallahi, wenn du deine Frau schlecht behandelst, dann hält sie es nicht einmal mehr mit dir aus, selbst wenn ihr in einem teuren Schloss lebt. So ist die Sache, liebe Geschwister. Gutes Benehmen gegenüber deiner Frau bezüglich der Religion.
Wenn das Gebet ist und sie keine große Lust hat zum Beten, liebe Geschwister, weil sie noch einen schwachen Glauben hat, möge Allah uns einen starken Glauben geben, dann bringt man sie mit Liebe dazu zu beten. Mit Liebe! Sag ihr, du weißt doch, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur diejenigen liebt, die ihn lieben. Und wenn man sagt, dass man Allah liebt, dann tut man, was er einem befohlen hat. Und wenn man dieses tut, dann wird man einen gewaltigen Lohn bekommen, nämlich das Paradies. Und erkläre ihr, hat jemand anderes außer Allah dich erschaffen und dir das Leben gegeben? Versorgt jemand anderes dich außer Allah mit Essen und mit Trinken? Hat jemand anderes außer Allah uns heiraten lassen, uns Mann und Frau werden lassen? Schenkt jemand anderes außer Allah uns unsere Kinder, die du so sehr liebst? Ich möchte mit dir in das Paradies. Ich möchte, dass du meine Frau im Diesseits und im Jenseits bist. Aber das wird nur gehen, wenn wir beide uns anstrengen. Erklär ihr das auf diese Weise und du wirst sehen, dass bi'idhnillah ta'ala deine Frau sich ändern wird und Besseres tun wird. Auch wenn sie sich noch nicht richtig bedeckt. Wenn sie noch nicht richtig bedeckt ist, liebe Geschwister, dann erklär ihr, dass wenn sie Allah gehorcht, so wird er sie reichlich dafür belohnen. Komm ihr mit den Guten, komm ihr mit dem Paradies und gucke, ob das inshallah ta'ala bei ihr Früchte trägt. Ein Mann wollte mit seiner Frau ausgehen. Und er hat beobachtet, subhanallah, seine Frau wollte halbnackt rausgehen. Was hat er getan, der Mann? Hikma hatte er gehabt. Er hat sich die Hose ausgezogen, hat eine Short gehabt unter der Hose. Und er hat ihr gesagt, bist du fertig, dass wir endlich rausgehen? Sie sagt, was? Willst du so rausgehen? Deine Aura ist nicht richtig bedeckt. Er sagt ihr, und deine? Weisheit. Liebe Geschwister, dass man Menschen durch Überlegen dazu bringt, dass sie auch bi'idhnillah ta'ala gehorsam gegenüber Allah, dem Allerbarmer sind. Sag ihr auch immer, dass du sie liebst. Auch wenn ihr manchmal verstritten miteinander seid, in dem Moment, vielleicht kann es sein, dass du sie nicht liebst. Aber sag ihr trotzdem, dass du sie liebst. Sagt man lügt doch ihr. Nein. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt, in drei Fällen gibt es keine Lüge. Hä? In welchem Fall gibt es keine Lüge? Weil? Na? Im Kriegsfall. Und das ist ein Kriegsfall. Das ist ein Kriegsfall. Wenn du Streit mit deiner Frau hast, das ist ein Kriegsfall. Aber wir meinen trotzdem nicht den Punkt, sondern im Kriegsfall, wo noch? Wo darf man noch lügen? Na? Wenn sich zwei streiten, dass man zwischen beiden schlichten möchte. Und nicht, dass du zu einem hingehst und sagst, boah, da gibt's noch was, das hast du von ihm nicht gehört. Gute Bilder. Es gibt Leute, wallahi, die lieben diese Action-Leben. Der sagt, heute läuft nichts im Fernsehen, dann lass uns mal aufnehmen und nach YouTube senden, wie die sich gefetzt haben. Ha? Was ist der dritte Punkt? Na? Wenn die Frau was zu essen macht, dass man sagt, ja, das schmeckt. Nicht mit Essen. Sondern? Also zwischen Mann und Frau, er kann sie essen. Er kann sagen zum Beispiel, du bist schön oder so, obwohl sie es nicht essen. Sehr gut. Der Mann kann der Frau etwas sagen, was sie vielleicht nicht ist. Warum? Um ein gutes Verhältnis zwischen beiden zu schaffen. Deswegen, auch wenn er sich mit ihr gestritten hat, er kann ihr sagen, dass er sie liebt. Auch wenn es schwerfällt in diesem Zusammenhang, nicht, dass du zu denjenigen gehörst, die ihrer Frau bei jedem Streit mit Scheidung droht. Wallahi, es gibt solche Männer. Schau mal. Und guck mich genau an. Guck mir in die Augen. Wenn, a'udhu billah, du Shaitanin, ich lass mich scheiden von dir. Bei jedem Streitgespräch droht er ihr. Eine Frau möchte Sicherheit, liebe Geschwister. Eine Frau möchte behütet werden. Die möchte nicht so einen Mann haben, der heute mal das ist und morgen das ist. Und verzeih ihr auch ihre Fehler. Und sie wird mit Sicherheit Fehler machen. Verzeih ihr ihre Fehler und halte ihr nicht immer vor, dass sie etwas Falsches gemacht hat. Weil du machst auch Fehler. Und wisse, dass ständiges Verzeihen keine Schwäche ist. Es gibt Männer, der sagt dir, nein, halas, trockne.
wenn ich ihr dauernd verzeihe, dann wird sie auf meinen Kopf tanzen. Ihr kennt die Araber, wie sie reden. Dann wird sie auf meinen Kopf tanzen. Wallahi, das ist falsch. Und was er sagt, ist gegen das, was Prophet Muhammad s.a.w. sagt. Höre, was dein geliebter Prophet Muhammad s.a.w. sagt. Aber erstmal machst du Salawat auf ihn. Sallallahu alaihi wasallam. Ihr seid so geizig, ich habe noch nie so geizige Leute gesehen. An Abi Huraira, radiyallahu anhu wa arda. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Wa ma tawada ahadun lillah illa rafa'ullah. Allah erhöht eine Person im Rang, die vergibt, und niemand zeigt sich Allah bescheiden gegenüber, außer dass Allah ihm im Rang erhöht. Allahu Akbar. Das heißt, liebe Geschwister, derjenige, der vergibt, verzeiht, was macht Allah mit ihm? Er erhöht ihn im Rang. Im Rang, ja Pascha, im Rang. Im Rang. Nach oben, nicht nach unten. Warum? Weil er dauernd verzeiht. Und das ist falsch, dass du sagst, nein, entweder zeige ich ihr ihre Grenze oder sie darf nicht mehr bei mir in die Wohnung rein. Nein, das ist falsch. Entweder wird eine Frau verstehen, nachdem du ihr klar gemacht hast, was du von ihr möchtest, oder sie wird nach 1 Million Male nicht verstehen. Richtig? Kennt ihr eine Frau? Man erklärt ihr 1 Million was, die will nicht. Die will nicht verstehen. Aber nein, wir reden über Frauen, die Grips haben, Verstand haben, mit ihren Männern mitdenken, ein gutes Leben mit ihren Männern wollen. Sowieso, es gibt Frauen, wallahi, die lebt nur mit ihm, weil sonst muss sie zu Hause sein. Und das will sie auch nicht. Und bei dir hat sie ein größeres Zimmer. Zu Hause war das Zimmer klein. Deswegen geht sie raus aus der Wohnung. Manche wissen nicht, warum sie verheiratet sind. Sagt, ja, na, bevor keiner mehr zu mir kommt, dann gehe ich jetzt und heirate. Was ist das für eine Absicht? Wir heiraten für wen? Für Allah. Weil das eine Gehorsamkeit gegenüber Allah ist. Sagt man, ja, aber ehrlich gesagt, ich finde die Schnucke, die Frau. Okay, kein Problem. Aber trotzdem, deine Hauptabsicht ist für Allah. Dass du für Allah subhanahu wa ta'ala heiratest. Dass sie dir gefällt, ist etwas anderes. Aber deine Basis ist, dass du eine Gehorsamkeit gegenüber Allah azza wa jalla machst. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Ehe ist wie viel Prozent? Na? 50. Wer heiratet, erfüllt, na? Hm? Die Hälfte seiner Religion. Die Hälfte seiner Religion. Und ist das Gehorsamkeit oder nicht? Deswegen denke nicht, dass wenn du gut zu deiner Frau bist, dass das eine Art Schwäche von dir ist. Nein, Allah gibt dir Ehre und er gibt dir Stufen in den Rängen, liebe Geschwister. Und er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ein Mann sollte seine Frau nicht hassen. Wenn er eine Eigenschaft an ihr nicht mag, so wird er eine andere Eigenschaft an ihr mögen. Was gut? Zum Beispiel, du magst nicht an deiner Frau, dass sie dir manchmal auf die Nerven geht. Okay? Ein Mann und eine Frau, die wollten eine Lösung schaffen für ihre Probleme. Da hat der Mann gesagt, schau mal, du schreibst alles, was dir an mir nicht gefällt. Und ich schreibe dir, was ich von dir erwarte. Und sie schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Und er hat nur einen Satz geschrieben. Dann hat sie sich gewundert. So wenig? Sie hat geschrieben, der tut mir nichts Gutes und der redet nicht mit mir und der liebt sich selber und die ganzen Punkte runter. Und er hat nur einen Satz geschrieben. Ich möchte nur, dass du mich in Ruhe lässt. Subhanallah, liebe Geschwister. Es kann sein, dass du wirklich eine Sache nicht an deiner Frau liebst. Aber es gibt andere Sachen, die gut an ihr sind. Und da muss man ehrlich sein. Und man muss das diesen Leuten auch weismachen, dass das so ist. Und einer der großen Sahaba, radiyallahu anhu wa arda, Abu Darda, er sagte zu seiner Frau, und das ist ein Erfolgsrezept, er sagte zu ihr, wenn du siehst, dass ich wütend bin, so helfe mir, dass ich runterkomme von meiner Wut. Und wenn ich dich wütend sehe,
so helfe ich dir herunterzukommen. Ansonsten können wir nicht miteinander leben. Allahu Akbar. Wallahi, wenn ich diesen Satz heute nur erwähnt hätte, dann würde er reichen, um erfolgreich in der Ehe zu sein. Und ich denke, dass wir das erstmal bis hier belassen. Und nächstes Mal werden wir inshallah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah azza wa jal uns Leben gibt, ausführlich über die Rechte der Ehefrau gegenüber dem Ehemann sprechen. Dann möge Allah subhanahu wa ta'ala mir den Lohn geben und euch auch den Lohn geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nichts von diesem Lohn abziehen lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es für Allah? Habe ich etwas Falsches gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu.